Leute, ich bin's, eure Anna-Maria, und heute mache ich einen Drogerie-Haul, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt. Ich war hier auf den Philippinen etwas in der Drogerie einkaufen mit Cup. Und bei uns ist es nicht DM, sondern Watsons. Ich bin mir sicher, dass es bestimmt auch in vielen anderen Ländern auch Watsons gibt, aber also bei uns ist es halt die Drogerie hier. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, es ist eine große, schwere Tüte geworden. Und ich wollte euch jetzt einfach mal so zeigen, was es so bei uns hier auf den Philippinen in der Drogerie gibt. Ein paar Sachen kennt ihr bestimmt schon, aber ich wollte euch einfach mal so zeigen, was ich halt so eingekauft habe. Und tut mir leid, wenn ihr jetzt irgendwelche lauten Geräusche hört, weil wir gerade hier Bauarbeiten am Haus haben. Und es könnte etwas lauter werden, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ich höre mich trotzdem. Ich befinde mich hier gerade in meinem Zimmer übrigens auf den Philippinen, weil wir haben hier ja so ein Haus, so ein kleines. Und hier schlafen ich und Katze meine Mama. Und nur zur Info. Und falls ihr, ach genau, falls ihr eine Haustour haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder gebt diesem Video einen Daumen hoch, dass ich Bescheid weiß, dass ihr eine Haustour sehen wollt. Und ja, dann mache ich das gerne für euch. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an, weil es ziemlich viele Sachen sind und ich nicht das Video zu lange ziehen will, weil das Internet hier so schlecht ist und das Video dann voll lang gebraucht zum Hochladen. Aber, ach so, genau. Und danke für die tolle Bewertung zu meinem letzten Video, meinem Valentine's-Look-Video, weil ich habe so lange gebraucht, bis das Video hochgeladen ist, weil das Internet hier so schlecht ist und ich die auch Vlogs nicht auf HD hochladen kann, weil es sonst 10.000 Jahre dauert. Bis es hochgeladen ist und ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ja, genau. Ich habe mir allererst Haarklammern gekauft, also nichts Besonderes, einfach um meine Haare zusammen zu machen, wenn ich irgendwie meine Haare zusammen machen will. Das hat mir die letzte Zeit irgendwie voll gefehlt. Dann, ach so, ich habe übrigens schon ein paar Sachen benutzt, weil ich habe das nicht alles auf einmal gekauft und so, damit du Bescheid bist. Und zwar habe ich mir eine BB-Creme geholt, die ist von The Face Shop, also die ist nicht von Watsons, ich habe sie nur mit in die Tüte getan. Also die ist von The Face Shop, das ist so ein koreanischer Laden, glaube ich, oder? Ich glaube, der ist koreanisch, der Laden, bin ich hier. Auf jeden Fall habe ich mir eine BB-Creme gekauft, die hat SPF 37 in der Farbe Natural Beige und die ist richtig, richtig gut. Ich muss echt sagen, dass sie wirklich sehr, sehr gut ist. Ich habe sie jetzt schon 2 Wochen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob man es online kriegen kann, aber ich schreibe euch einfach mal in die Infobox die Namen und so der Produkte auf und so, dann könnt ihr sie vielleicht mal googeln. Ich habe noch was von The Face Shop gekauft. Ich habe es gerade geholt, weil ich es ganz vergessen habe. Und zwar sind es so Gesichtsmasken. Diese Gesichtsmasken sind so mit Papier, also aus Papier halt, so dass man sie einfach ausbreiten kann und aufs Gesicht legen kann, und für die Augen, Nase und Mund sind dann so, ist es dann so ausgeschnitten. Ich glaube, ihr kennt die. Und die sind halt voll praktisch, wenn man jetzt irgendwie im Flugzeug ist oder halt abends einfach das Gesicht ein bisschen zu reinigen, die Poren zu öffnen, also Poren zu reinigen und so weiter. Also wir haben schon verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobiert. Ich habe jetzt nur noch Blueberry da, aber wir haben uns, glaube ich, 10 Stück oder so gekauft. Ah doch, wir haben hier noch eins. Genau, Green Tea Flavor. Dann habe ich mir noch Pore Stripes von Watsons gekauft. Die sind von der Eigenmarke Watsons. Also, ja, das sind ganz normale Pore Stripes halt, um mit es auf der Nase zu entfernen, auf der Stirn und am Kinn. So, dann habe ich hier ein Hair-Treatment gekauft. Und zwar ist es ein One-Minute-Hot-Oil-Treatment. Also Hot-Oil-Treatments sind in Philippinen voll beliebt. Also ich weiß nicht, ich habe in Deutschland noch nie was davon gehört eigentlich. Dann ist es von der Marke Silk Secrets. Und das ist in der Geschmacksrichtung One Pearl Essence with Vitamin E and C. Meine Haare sind hier auf den Philippinen leider etwas trockener geworden, auch durch die Sonne und so, weil meine Haare blondiert worden sind. Also deswegen habe ich mir das gekauft, weil ich einfach so spüre, wie so trocken meine Haare sind und sie auch schon ein bisschen abbrechen und so.
Deswegen habe ich mir dieses Treatment gekauft, einfach um zu hoffen, dass es besser wird. Und dieses Produkt ist Buy One, Take One. Das heißt, wenn man sich eins kauft, kann man noch eins gratis dazu haben. Und das habe ich in der Geschmacksrichtung Aloe Vera with Vitamin E und C wieder halt. Und ja, weil Aloe Vera und so ist ganz gut. Dann habe ich mir einen Nagellack gekauft. Und zwar ist es so ein pinker. Den habe ich jetzt leider nicht drauf, aber der ist von der Catherine Bernardo Edition. Also für die Leute, die es nicht wissen, Catherine Bernardo ist hier ein Spa. Und ich fand den Nagellack voll schön. Also der ist von der Farbe, von der Marke Chic. Und der kostet nur 33 Pesos, also nicht mal einen Euro. Und der deckt wirklich sehr, sehr gut. Also ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar von denen holen. Dann habe ich noch ein Puder gekauft. Und zwar kennt es bestimmt die einen oder anderen, die auch Philippiner sind. Und zwar ist es eigentlich Babypuder. Also, ups. Johnson's Babypuder. Und das benutzt man eigentlich halt für die Babys irgendwie, wenn sie schwitzen oder halt da, wenn man die Windeln wechselt und so weiter. Aber ich benutze es als Puder fürs Gesicht. Und zwar ist es eigentlich echt voll gut als Translucent Powder, also diese, also das ist ein ganz normales weißes Puder und einfach um das Gesicht zu mattieren, also wirklich sehr gut und es riecht auch voll gut. Deswegen habe ich mir das geholt. Dann habe ich mir was zum Abschminken gekauft und zwar ist es auch von Korea, von Bifesta oder wie heißt das? Bifesta? Irgendwie so. Ich habe schon mal, also ich habe schon mal das gleiche gekauft. Nur in Blau. Also es gibt es in zwei verschiedenen Sorten. Und zwar einmal in Anti-Aging-mäßige und das andere ist ganz normale Cleansing Lotion, also um sich halt abzuschminken, die Augen und das Gesicht. Und ich habe mir jetzt diesmal mal das hier geholt, also das Anti-Age-Zeug, weil das andere gab es nicht mehr. Und das andere ist mir ausgelaufen. Also ich habe das andere vor 3 Wochen oder so geholt und da war noch voll viel drin. Also ich habe nur so viel aufgebraucht. Und das ist mir dann aber ausgelaufen in der Tasche und ja, deswegen habe ich mir ein neues geholt, weil ich das echt voll gut finde. Also man braucht echt nur einen Pumper und dann kriegt man das richtig gut weg, also das Augen-Make-up. Also wirklich sehr, sehr gut. Schade, dass es nicht in Deutschland gibt, also ich glaube zumindest, dass es nicht in Deutschland gibt. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar von denen mitnehmen, dass ich in Deutschland Vorrat habe. Dann habe ich mir noch eine BB-Cream gekauft und zwar ist es die von Maybelline, die gibt es hier aber, also gibt es nicht in Deutschland, die ist so eine andere, glaube ich, oder? Vielleicht ist auch einfach nur die Verpackung anders, ich bin mir nicht sicher, weil meine Maybelline BB Cream, die ich sonst immer benutze, die ist jetzt leer. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere jetzt einfach mal die hier. Clear, die heißt Clear Smooth BB Cream 8-in-1 Skin Transformer. Also ich wollte es einfach mal ausprobieren. Weil hier in Philippinen ist es ziemlich schwer, irgendwie BB-Creams zu finden oder allgemein Foundation oder Make-up, weil die haben alle so Whitening, also so Whitening-Sachen drin. Also weil hier in Philippinen wollen die alle weiß sein und die finden dunkel nicht so schön und deshalb benutzen sie so Lotions und benutzen Make-up mit Whitening-Sachen drin und es ist auch voll schwierig für mich, eine normale BB-Cream zu finden. Ich hoffe, die ist ohne Whitening, ich bin mir nicht sicher, weil hier steht irgendwie nichts. Dann habe ich mir noch eine Lotion geholt und bestimmt kennen es einige von euch, die auch amerikanische YouTuber schauen. Und zwar ist es Cetaphil Body Lotion. Die ist eigentlich für alles, also für Face, für Body, ja, für Face und Body. Ich habe gehört, die soll richtig gut sein, deswegen habe ich mir die halt geholt. So, dann habe ich mir noch ein Duschgel geholt und zwar von Dove. Das ist in der Geschmacksrichtung Cucumber in Green Tea Scent. Das gibt es glaube ich in Deutschland nicht, aber es riecht voll, voll gut. Also es riecht wirklich sehr, sehr gut. Muss der auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir ein Gesichtswasser geholt von Garnier und zwar ist es ein Oil Clear Mineral Sink Pore Tightening in Anti-Shine. Ja, auf jeden Fall ist es ein Gesichtswasser einfach, um das Gesicht zu mattieren und so. Und einfach nach dem
nach der Gesichtsreinigung Gesichtswasser drauf zu machen, wenn meins leer ist. Ja, sehr viele Sachen hier auf den Philippinen sind leer gegangen. Deswegen muss ich mir ein paar Sachen nachkaufen. Das habe ich mitgenommen, weil es Zink enthält. Und Zink ist ja voll gut für die Haut, deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich mir noch Zahnpasta geholt, Colgate, nichts Besonderes. Und dann habe ich noch eine Schminktasche hier dazu bekommen, weil ich so viel gekauft habe. Also hier für Philippinen ist es voll oft so, dass wenn man in einem Laden halt einen bestimmten Betrag erreicht, dann kriegt man eine Sache geschenkt, also eine Schminktasche, oder man kann sich halt aussuchen, was man haben will. Also da gibt es halt so eine Auswahl, wo man sich halt was aussuchen kann und dann kann man sich was davon aussuchen. Cool, gell? Ich habe mir das ausgesucht. So, und das war's eigentlich auch schon. Ich werde euch einfach mal alle Produkte in die Infobox verlinken oder alle einfach in die Infobox hinschreiben, dass ihr sie vielleicht googeln könnt, weil ich glaube, in meinem Internet schaffe ich es nicht, alle Sachen zu verlinken. Und wenn ihr eine Haustour sehen wollt, also wenn ihr sehen wollt, wie hier unser Haus so geworden ist, nachdem wir es renoviert haben und allgemein, wie wir hier so wohnen und so, dann schreibt mir gerne in die Kommentare oder gebt diesem Video einen Daumen hoch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!